Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, in der Gesundheits- und der Pflegepolitik lösen wir ein, was wir zu Beginn dieser Koalition gemeinsam vereinbart haben und konzentrieren uns auf die Sacharbeit. Wir haben angekündigt, gemeinsam in den ersten gut 6 Monaten 3 Pakete auf den Weg zu bringen, die Versorgung in Deutschland konkret im Alltag verbessern sollen. Dieses Pflegepersonalstärkungsgesetz, das wir heute in erster Lesung beraten, ist ein ganz entscheidender Teil dabei. Es geht um konkrete Verbesserungen in der Pflege, konkrete Verbesserungen in einer Situation, wenn Menschen erkennen müssen, im Alltag ohne Unterstützung nicht mehr durchzukommen, Hilfe zu brauchen bei der Pflege und im alltäglichen Tun. Das ist erstmal eine schwere Erkenntnis für den Pflegebedürftigen selbst, aber natürlich auch für die Familie, für die Angehörigen. Und es ist vor allem eine Situation, die jeden mal betreffen kann, entweder selbst als Pflegebedürftigen, als Eltern von pflegebedürftigen Kindern oder als Kinder von pflegebedürftigen Eltern oder wenn es um die Partner, die eigenen geht, die zu pflegen sind. Das Thema ist mittlerweile in jeder Familie angekommen. Und eins, das ist auch die Wahrheit, geht nicht. Wir können nicht diesen Schicksalsschlag, den es bedeutet, pflegebedürftig zu werden, können wir nicht wegreformieren. Wenn auf einmal das Pflegebett, weil es die Treppe nicht mehr hochgeht, im Schlafzimmer steht, was in vielen Familien dann der Fall ist, dann verändert sich ziemlich viel in diesem Familienleben. Jetzt geht es um die Frage, ob wir als Gesellschaft, und das ist das, wofür wir die Pflegeversicherung als Sozialversicherung vor gut 20 Jahren ja gegründet haben, dass wir diesen Familien helfen. Wir können es nicht ungeschehen machen, aber wir können helfen, so gut es geht, im Alltag, durch Unterstützung, durch ambulante Dienste, durch pflegerische Versorgung, durch finanzielle Anerkennung an so vielen Stellen, wie es geht. Und ich finde, das ist genau der Auftrag, den wir eben auch mit diesem Pflegepersonalstärkungsgesetz angehen wollen. Menschen, die pflegebedürftig sind, Patienten und ihren pflegenden Angehörigen im konkreten Leben, im konkreten Alltag zu helfen. Damit treten wir an und dafür ist dieses Gesetz ein wichtiger Baustein. Und es gibt viele Pflegekräfte, die sagen, intensive Begegnungen, die dieser Beruf mit sich bringt, dass man Menschen begleitet, in der Altenpflege insbesondere, auf dem letzten oft Lebensweg, dass man sehr intime, sehr persönliche, sehr existenzielle Situationen miteinander erlebt, dass das vielen auch Kraft gibt. Kraft auch in dem, was man zurückbekommt, eben von den Menschen, die man pflegt, die man unterstützt. Und es ist so, dass diese Begegnung, diese Kraft vielen auch hilft durch die Einstrengungen des Alltags. Deswegen finde ich es übrigens auch wichtig, dass bei allen Problemen, die wir im Fokus haben, wir eben auch über diese ja schönen, kraftgebenden Seiten dieses Berufes reden. Aber diese Anstrengungen und Überlastungen, die sind eben zu oft dann doch zu viel. Wenn Dienstpläne zu oft nicht mit dem Familienleben zusammengehen, man 12 Tage am Stück gearbeitet hat, Schicht hatte, jetzt eigentlich ein paar Tage frei, dann kommt der Anruf, Kollegin, Kollege ist ausgefallen, kannst du noch mal einspringen? Und natürlich springt man ein, wenn es eine körperliche und seelische Dauerbelastung wird, wenn zu viel Arbeit sich auf zu wenig Schultern verteilt. Und das ist die Situation, wie sie sich zu oft, nicht überall, aber zu oft in Krankenhäusern, in der Altenpflege, ambulant wie stationär entwickelt hat. Und da steuern wir ganz konkret gegen, mit 13.000 neuen Stellen in der stationären Altenpflege, mit dem Versprechen und der gesetzlichen Umsetzung, dass jede zusätzliche Pflegestelle in den Krankenhäusern voll finanziert wird und eingestellt werden kann, dass wir ab diesem Jahr 2018 Tariferhöhungen in der Pflege in den Krankenhäusern voll refinanzieren, dass wir in einem nächsten Schritt die Pflegebudgets, also die Pflegekosten eines Krankenhauses, in die Selbstkostenfinanzierung überführen, aus den Fallpauschalen ausgliedern. Mit all dem, betriebliche Gesundheitsförderung, Unterstützung bei der Investition in Digitalisierung in der Pflege, was übrigens auch gerade ambulanten Pflegediensten helfen wird, mit all dem wollen wir konkret Arbeitsbedingungen in der Pflege verbessern. Wir wollen ganz konkret, dass spürbar wird, ja, es gibt wieder mehr Kolleginnen und Kollegen, ja, die Bezahlung verbessert sich, auch das ist ein Thema, an dem wir arbeiten. Ich glaube, die allermeisten Pflegekräfte haben nichts davon, wenn hier der Wettbewerb ist, wer bietet mehr, 50.000, 80.000, 120.000 Pflegekräfte und die Milliarden nur so fliegen. Die haben was davon, wenn wir konkret
im Alltag die Dinge verbessern. Und das ist genau das, was wir mit diesem Gesetz vorschlagen. Und es ist genau der Teil, der dann am Ende eben auch die Dinge besser macht und es hilft, Vertrauen zurückzugewinnen. Und wir wollen die Arbeitsbedingungen verbessern auch, damit Menschen, Pflegekräfte, die aus der Pflege ausgestiegen sind, aus welchen Gründen auch immer, Frust, Familie, ganz andere Gründe, möglicherweise sagen, ich kehre zurück in diesen Beruf. Wir brauchen jeden, der Pflegearbeitsmarkt ist lehrgefähigt in ganz Deutschland. Aber wir wollen auch, und da will ich was aufgreifen aus der letzten Woche, dass diejenigen, die in Teilzeit arbeiten, die oft wegen Familie das machen, aber oft mir auch sagen, in vielen persönlichen Begegnungen, das habe ich gemacht, weil die Arbeitsbedingungen so sind, die Arbeitsbelastung so ist, dass ich so viele Stunden in der Woche nicht mehr schaffe. Und deswegen geht es darum, dass wir die Arbeitsbedingungen so verbessern, die Bezahlung so verbessern, daran arbeiten wir ja auch in der konzertierten Aktion, dass Pflegekräfte, die aus diesen Gründen in Teilzeit gegangen sind, sagen, ja, es wird besser, da möchte ich wieder 2, 3, 4 Stunden mehr in der Woche machen. Das war das übrigens, was ich gesagt habe. Daraus haben dann einige eine Kampagne gemacht, einige Redner werden ja gleich darauf angehen, deswegen will ich es gleich sagen. Der Minister will doch nur, Pflegekräfte sollen mehr arbeiten. Und dann gab es gleich Empörung, Shitstorm. Wissen Sie, meine Damen und Herren, wenn das das Niveau ist, auf dem wir die Debatte führen über die Frage, wie wir für hunderttausende Pflegekräfte in diesem Land die Arbeitsbedingungen verbessern, dann wird das nur Enttäuschung und Frust produzieren, aber am Ende nicht helfen. Denn ich finde, die Frage, wie wir Arbeitsbedingungen konkret verbessern, damit Menschen, die in Teilzeit arbeiten, weil sie sagen, sonst ist das zu anstrengend unter den gegenwärtigen Arbeitsbedingungen, dass diese Frage eine ziemlich legitime ist und die sollten wir konkret beantworten, anstatt immer überall Empörung denn dann aufkommen zu lassen. So dass wir, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Präsidentin, mit diesem Gesetzentwurf, dem Pflegepersonalstärkungsgesetz, in ganz, ganz vielen Bereichen ansetzen, die Arbeitsbedingungen konkret verbessern wollen und damit, denke ich, auch ein starkes Signal senden, das wird auch in den nächsten Beratungen in den kommenden Monaten so sein, die Politik, die Bundesregierung, aber auch diese Koalition hat die Situation der Pflegekräfte im Krankenhaus, in der stationären und der ambulanten Pflege voll im Blick. Wir wollen sie konkret verbessern. Vielen Dank, Jens Spahn. Nächster Redner, Dr. Axel Gierke für die AfD-Fraktion.